Herzlich willkommen bei Jagdvergnügen. Heute wollen wir euch einen Repetierer vom Blaser vorstellen. Viel Spaß bei dem Video. Also hierbei handelt es sich um den Repetierer vom Blaser, und zwar den SR850-88. Was sofort auffällt, ist natürlich, es ist ein Stutzen. Wunderschön dieses Gewehr. Ich bin da ein Riesenfan von. Leider ist dieser Repetierer so ein bisschen, was heißt, in Vergessenheit geraten. Es gibt da nicht so viel drüber im Internet, und mit diesem Video wollen wir euch einfach mal zeigen, was alles in diesem kleinen Gewehr hier steckt und was das Besondere an diesem Gewehr hier ist. SR steht für Sicherheitsrepetierer, und da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück, wenn ich euch zeige, wie man spannt und schießt. Aber zunächst einmal, also wir haben ja einen Stutzen, wir haben eine Fluchtvisierung da drin, die Waffe ist unwahrscheinlich kurz, befindet sich im Maß unter einem Meter komplett. Wir haben wunderschönes Schaftholz, wir haben die Vorrichtung für eine Blaser Brückenschwenkmontage, einen Direktabzug, der super eingestellt ist, einen ziemlich steilen, Pistolengriff, ich finde das sehr angenehm zum Schießen, und einfach mal ein wunderschönes butterweiches System, was wirklich butterweich ist. Ja, so viel zu diesem Gewehr. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie man die Waffe demontiert zur Reinigung. Das ist ganz einfach. Man öffnet die Kammer, und dann ist hier an der Seite ist so ein kleiner Knopf. Das geht auch alles mit einer Hand, du brauchst ihn nur drücken, und dabei musst du also erst bis zum Anschlag drücken und dann runterziehen. Dann kommt der Pin auch ganz raus, und dann kann man das einfach rausziehen. Was hierbei sofort auffällt, ist natürlich, dass das sehr der Blaser R8 und der R93 ähnelt, also vom System her, von den Führungsschienen. So, und jetzt kann ich hier halt wunderbar mit einer Laufreinigungsschnur dran und das Gewehr halt reinigen. So, ich baue den mal eben wieder zusammen und erkläre euch das Besondere an diesem Gewehr. Das ist der Spannhebel. Also ich habe jetzt eine Kugel drin. Übrigens, ich habe zwei Kugeln im Magazin, festes Magazin, kann ich nicht rausnehmen. Zwei Stück habe ich drin, eine kann ich im Lauf haben. Also habe ich drei Schuss. Stört mich jetzt nicht, wer weiß wie doll. Ja, wenn ich die Kammer schließe und eine Kugel drin habe und ich will schießen, dann ziehe ich mir den Kammerstängel nach vorne, also spanne den damit. Dann kann ich abdrücken und der Schuss löst sich. Das geht alles hundertprozentig leise. Also man hört da gar nichts von. Und man kann den auch wunderbar wieder entspannen. Eine zusätzliche Sicherung ist dieser hier. Den kann ich drücken, dann kann ich den nicht mehr nach vorne schieben. Dann passiert da gar nichts mehr. Ist ganz vorteilhaft, wenn man was drin hat und den Hochsitz hochklettert, weil das einfach nur so ein butterweiches System ist. Das geht wirklich ganz einfach, dass man das einfach nur nochmal sichert, dass der nur, wenn er an die Jacke kommt oder sowas, nicht von alleine losgeht. Ja, das wäre das zu diesem geilen System. Also dieses Gewehr ist sozusagen der Vorgänger von der R93. Es ist echt schade, dass so wenig über dieses Gewehr im Umlauf ist. In Foren habe ich das gesehen, dass die Leute danach gefragt haben, ist aber nie irgendwie mal ausführlich, was dazu gab, was hier das Geile, das Spannende dran ist. Viele sagen ja, dass das überhaupt kein Gewehr für die Bewegungsjagd ist, für die Drückjagd. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das hat alles was damit zu tun, wie du das drin hast mit den Spannen. Das ist eine Bewegung, du musst in eins rüberlaufen und dann bist du genauso schnell wie mit einem alten 98er. Also Leute, die sowas sagen, die haben dieses Gewehr wahrscheinlich noch nie in der Hand gehabt. Zumal einfach dieses System einfach nur so butterweich ist. Ich finde das sowas von krass. Dieses ganze Gewehr ist einfach nur geil. Mit dem Direktabzug, der Abzug, der ist blasertypisch. Das ist einfach nur, macht richtig Spaß. Ich habe das in 308, dieses Gewehr. Es tritt überhaupt nicht, lässt sich schießen wie ein Kleinkaliber. Wunderbares Gewehr.
Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ich euch das mal so ein bisschen nahegelegt habe, wie so dieses Gewehr funktioniert, was hier so die Kniffe dran sind, weil das echt schade ist, dass dieses Gewehr einfach so auch ab und zu so schlecht geredet wird, weil das überhaupt nicht der Fall ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dieses Gewehr hier ein bisschen vertrauter machen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst ein paar Kommentare da, besucht unsere Seite und bis dahin Weidmannsheil und Horido.